Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mordor Schatten. Und ich begebe mich jetzt sofort auf den Weg zu der schwarzen Hauptbank-Quest. Hier oben scheint ein Karagor zu sein. Ah, weg hier. Der kommt ja nicht hier durch, Elabeth, Ja, komm, komm. So, wenigstens noch die EP für den Kill bekommen und ja. Gore Tower ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erwin, es ist Zeit. Bim, bim, bim. Oh, Sugar Streitkolben. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Und der einzige Häuptling. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Bastard, ey. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? What the fuck? Ich hab einfach Angriffe drauf. Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens. Tötet ihn, ihr nichts nutzen. Hui! Macht ja ordentlich Damage. Wir müssen die Bahn freihalten. Jetzt teile ich die Hiebe aus, Mama. Dies ist nicht deine Zeit. Ey. Verdammt, der ging daneben. Ich will denn doch nicht bespringen. Geht schon. Was? Zurück in die Erde, Kerl!
Och Mensch. Wackelt doch mal nicht so rum hier. Der dunkle Herrscher wird uns siegen. Boah, hat einfach Powerhouse-Schläge drauf. Da waren doch noch irgendwo Pfeile im Boden, genau. Ist das alles, was du kannst? Hey. Ach ja. Ich zeig dir, was wahre Schmerzen sind. Brauche ich Schmerzen? Ha! Du meinst, haben wir hier noch irgendwo wo Pfeile rumliegen? Zufälligerweise. Oder. Ja, hier hinten. Wettläufer, Zeit zu sterben! So! Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Okay, das war jetzt unerwartet. So, hässlichen Orks, rennt! Jetzt will ich gern den Hammer haben, den Kolben. Dein Handeln war mehr als vorstellen. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Nein. Oder bloß mit den Toten? Wer bist du? Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Schwarze Hauptmann, der Hammer fällt. Auftrag abgeschlossen, plus 800 Erfahrung. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Der Bote ist jetzt verfügbar. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo stehen wir denn? Ach, direkt hier vorm Tor. Okay. Ja, hier haben wir den Bote. Litariel, das ist ja ein Skin, den wir schon mal hatten oder aktiviert hatten. Ich muss gerade erstmal ein bisschen die Lautstärke bei mir runterdrehen. Das wummert ganz schön. was haben wir denn hier so alles Feines?
Purgichter Unbewegte. Haben ja viele, viele Aufträge. Ich will aber mal ganz kurz Waffen und Runen. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf oder Dolchhagel. Chance von 35% beim ersten Treffer einer kritischen Treffer. Beim Greifabstechen 70% Fokus wieder her. Nee. Appendensies. Haben wir was Neues. Personen. Die Ausgestoßenen von Udun. Naja, der Hammer Saurons, der Turm Saurons, die schwarze Hand Saurons. Krallen der schwarzen Hand. So, haben wir das auch erstmal wieder weggemacht. Ich würde ja fast sagen, wir kümmern uns gleich erstmal noch um den zweiten Auftrag hier, um den nächsten Hauptauftrag. Wir machen so eine Hauptauftragfolge. Dazu müssen wir hier rüber. Irgendwo. Beyond the Sea. Darüber. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauks zu reiten. Wenn der Graf Fantasie reiten kann, dann können wir es auch. Ich kann dir aber noch nicht reiten. Einführung, neues Gebiet. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte. Touchpad. Kannst du jederzeit nach Udun zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach Tor durchführst. Jedes Gebiet besitzt seine eigene Armee. Ah. Cool, cool, cool. Mach dich bereit, Litariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Ihr Lager ist mehr oder weniger ein Burgfriedhof. Schön. Wir sind da. Och, wenigstens mal was schön farbiges hier. Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Das sieht ein bisschen sehr kaputt aus, die gute Frau.
Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Mhm. Ein überranntes Lager also. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Jetzt lädt er wahrscheinlich das neue Gebiet. Nehme ich zumindest mal an. Fast so gute Ladezeiten wie bei AC Unity. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Warte mal. Ich will erstmal. Ja. Es sind überall wieder Schmiedetürme und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich hin muss. Aber zuerst kümmern wir uns dem Schmiedeturm dort oben. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Naugrimbas. Das ist ja der Schmiedeturm. Ich habe noch nie jemanden einen Karagor so schnell erlegen sehen, wie es der Hauptmann der Jäger getan hat. Es sind diese vergifteten Speere. Wenn du mich fragst, ist das geschummelt. Jemand sollte ihm dafür von hinten in den Rücken stechen. So etwa? Oder eher so? So, hoch mit dir, mein Guter. Wir haben einen Turm zu erneuern. Meine Ahnen Untergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Was haben wir denn hier? Ithildien und ein Artefakt. Genauso wie wir hier noch das gleiche nochmal haben. Hier ist noch ein Artefakt. Hier ist nochmal Ithildien. Ja, ich sehe schon, was da so auf uns zukommen wird. Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Ich sehe gerade was. Nochmal ganz kurz. Hier, oh. Die Natur gedeiht in Norm. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So da plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. So, mitgenommen. Nanichir, Gelaie Mordor. Schick, schick, schick. Wird immer größer. Es wächst und gedeiht. Ich muss sagen, die Ecke hier gefällt mir ganz gut. Sie vermochte es, deine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. Wir sind frei! Ja, freut euch mal nicht zu früh. Danke. Ja, ja. Ich tue nur meinen Job.
So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Ja. Da ist unsere Spur. Na, da wollen wir mal hinterher. Begebt euch hinter ihn! Ja, und tut euch unnütz. Ich mache euch alle fertig. So. Hoch oder? Ah, da drüben. Okay. Ich hörte die Orks sagen, dass sie uns aufschneiden und mit Daumen füttern würden. Wenn du unsere Arbeit nicht rechtzeitig beendest, konzentrier dich einfach auf die Arbeit und hör auf, mich anzufassen. Du erbärmlicher Schwächling! Tut mir leid, guter Mann. Tut mir leid. Nicht. So. Der Ork ist tot. Komm schon. So. Gib noch mal ein paar Infos. Ah, okay. Ganz gut zu wissen, schon mal ein paar Informationen hier zu sammeln für ein paar Leute. So. Hier runter und. Wo ist denn der scheiß Ghul überall lang gerannt, ey? Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ich kenne diesen garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe. Ja, ein paar. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Ach, selbst wenn ich die anlocken würde, wäre mir persönlich auch scheißegal. Hier oben bleibe ich ungesehen. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Ah, das ist noch was Feines. Okay. Aber ich muss erstmal hier rüber. Pfeile habe ich noch genug.
Alter, aber es sind wirklich so zwei, drei... Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Ja, und ich wette, hier wird nicht nur das Erbe sein. Hier wird dann gleich noch ein paar Ghule kommen. Gefertigt von Drohnenherrscher ist selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Der Hammer. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz Mittelerde ins Verderben. Och nö. So ein scheiß Vieh. Gondor, was ist das für eine Kreatur? So, ich war jetzt ein bisschen ruhig, weil ich. Die Gefahr jedoch noch nicht. Weil ich hier erstmal. Ich musste mich sehr konzentrieren. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Diese Flammen werden sie aufhalten. Das muss einfach sein. Wenn ich schon immer hier drinnen bin. Na, scheiß drauf auf das Ghule mit Feuer töten. Das Tageslicht verbrennt sie. Die Sonne wird unsere Rettung sein. Bastardwesen, ey, Elende. Hui, hui, hui. Ja, bleib stehen. Wer war denn das, der uns jetzt hier zu Hilfe gekommen ist? Ein Zwerg. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Thorfinn, der Bestienjäger.
Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Der Bote abgeschlossen. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Neue Aufträge verfügbar. So, wir schauen mal ganz kurz. Entdecke das Wissen über die Macht des Geistes. Und dann haben wir ganz hinten noch den Zwerg. Und dann noch so einige andere Sachen. Und wo stehen wir? Wir stehen hier oben. Ach, und hier unten ist dann nach Udun. Aber man muss sich ja erstmal so ein bisschen hier reinfilzen in die neue Welt. Was haben wir denn zurzeit an 315 Uhr? Und wir haben bald einen neuen Fähigkeitspunkt und auch einen neuen Machtrang bald. Das ist sehr praktisch, ja, die Trefferserienschwelle reduzieren. Widerstandskraft, Todesdrohung. Brandpfeil. Geistergeschoss. Brandmorgen dauert noch anscheinend. Schatten aufsitzen. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war's dann erstmal. Ich muss sagen, das passt gerade schön zusammen. Dieser Skin mit dieser Umgebung, das passt super geil zusammen. Passend auch zu dem Zwerg wegen Meister der Jagd DLC und sowas. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tüdelü.